Hallo und Halleluja, meine Lieben. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe vorhin ein Video hochgeladen und freigeschalten auf YouTube. Da geht es um das Thema Ängste und dass du die jetzt nicht mehr brauchst und dass du Ängste eigentlich gar nicht brauchst. Und ich weiß, viele behaupten noch, ja, manche Ängste machen Sinn, weil sie uns beschützen. Aber wenn wir keine Angst haben, ziehen wir nichts Böses in unser Leben. Also empfinde ich das so, dass uns Ängste mehr blockieren, als dass sie uns schützen. Aber dass wir so konditioniert sind, zu denken, dass uns Ängste dienlich sind. Und in Wahrheit entfernen sie uns aber nur von uns selber. Ich fange schon wieder zum Lallen an. Deswegen, ich glaube, das ist ein wichtiges Video für viele von uns. Darüber hinaus, dass jetzt Ängste weniger werden, stelle ich mehr und mehr fest, wie alles im Universum, wie soll ich das jetzt in Worte fassen? Ich nehme wirklich alles anders wahr und ich merke, wie sehr sich meine Wahrnehmung noch mehr und mehr verändert und auch meine Denkweise und das alles auf Zahlen auch basiert. Also ich habe gestern angefangen, oder was heißt angefangen, ich habe gestern meinen Vornamen zusammengezählt, also und zwar A ist 1, B ist 2, C ist 3, D ist 4, also Daniela, D, also das D 4 plus A ist 1 und so weiter. Und dann habe ich das mit meinem Nachnamen auch gemacht und beides Mal kam dann 1 raus. Also die Quersumme vom Vornamen war die 1 und die Quersumme vom Nachnamen war auch die 1. Und gestern war der 11.3. und die 11. Woche im Jahr und ich habe das einfach gemacht und ich habe mir gedacht, wieso machst du das jetzt, Daniela? Und dann habe ich heute durch Zufall wo gelesen, dass es Gematrie heißt und dass es das wirklich gibt und dass man wirklich, also dass man jedem Buchstaben eine Zahl zuordnen kann und man darüber auch sehr viel, nicht nur über das Wort, energetisch quasi erfahren kann. Also, und das fand ich so spannend, dass ich das gestern irgendwie intuitiv mache und heute sehe ich so die Hintergründe dazu. Und so geht es mir irgendwie ständig, dass ich irgendwas mache intuitiv und sich dann so mein Verstand einschaltet und sagt, wieso machst du das dann? Und da habe ich schon so spannende Sachen rausgefunden und bin da auch noch bei ein paar dran. Also auch bei dem Manifestationscode 369 habe ich auch was Spannendes rausgefunden im Zusammenhang zur Liebe und zur Pyramide und auch zu meinen drei Sternen, die ich mir habe tätowieren lassen. Ich wusste gar nicht, dass, also es hatte auch mit meiner Sternherkunft zu tun, Sirius. Und da habe ich gestern zufällig rausgefunden, dass es drei Sterne gibt, die zu Sirius zugeordnet werden, also A, B und C. Und ich habe mich immer gewundert, warum habe ich da drei Sterne mir tätowieren lassen? Und natürlich hat es auch mit der Dreifaltigkeit zu tun, weil auch meine Lebenszahl ist auch die drei und so. Aber ich wusste nicht, dass Sirius aus drei Sternen besteht. Und das sind gerade so viele Informationen, die ich bekomme. Und die geistige Welt hat auch wirklich witzige Methoden, mit mir zu kommunizieren. Also, das ist so vielseitig. Ich habe mir gestern auch wieder einen Film angeguckt auf Netflix. Da war auch wieder so viel dabei an Informationen, die so zwischen den Zeilen dann fließen. Ja, oder vorhin, gerade eben habe ich einen Spaziergang gemacht und ich habe so festgestellt, ich nehme alles anders wahr. Also es verändert sich jetzt auch zusehends. Wie soll ich denn das jetzt irgendwie in Worte fassen? Das ist so eine veränderte Wahrnehmung. Es ist so irgendwie, man verschmilzt mit allem und allem. Und wenn ich am Wasser stehe, dann fühle ich das Wasser. Ich fühle, wie sich das Wasser fühlt.
oder der Vogel, der auf dem Wasser schwimmt. Und dann gucke ich irgendwo hin und ich sehe eine Zahl oder ein Symbol oder ich rieche intuitiv an der Blume und bekomme über den Geruch irgendwie eine Information. Also so, es ist ja irgendwo alles Energie und man kann in jeder Energie lesen. Man kann in dem Blütenblatt lesen, wenn man es anguckt, aber auch wenn man dran riecht. Also man bekommt überall Informationen, nicht nur über die Augen, sondern auch über die Nase, übers Riechen oder übers Hören. Also es kann sein, dass man irgendwas hört und plötzlich hat man eine Information oder man riecht an der Blume und plötzlich bekommt man eine Information als Impuls. Und dann nimmt man das alles wie so ein Gitternetz wahr. Und jeder Schritt, den du machst, ist irgendwie göttlich geführt oder von der Seele geführt. So, auch wenn man mal in die falsche Richtung läuft und dann wieder umdreht, hatte das auch einen Sinn. Also man kann sich auch niemals verlaufen im Leben. Und jeden Schritt, den man macht, ist einfach von der Seele geführt. Das sind so Erkenntnisse und ganz viel Informationen bekomme ich auch über Symbole. Ich habe hier übrigens Stichwort Seelentattoos. Ich habe schon wieder neue Symbole, die als nächstes kommen oder das als nächstes kommt. Also ich wusste das schon, dass das kommt. Aber jetzt wird es immer klarer und zwar, nächstes Seelentattoo, haltet euch fest, wird höchstwahrscheinlich ein Blitz oder zwei Blitze. Also, und ich habe es erst nicht verstanden, Blitz? Warum, liebe Seele, möchtest du dir einen Blitz tätowieren lassen? Können wir nicht einen Schmetterling nehmen als nächstes Symbol? Und meine Seele so, ja, kannst du auch machen, wenn du Bock hast. Aber ich will einen Blitz. Und ich verstehe es jetzt auch mehr und mehr. Weil schaut mal, wir sind elektromagnetische Wesen. Gedanken sind elektrisch. Gefühle sind magnetisch und wir sind elektromagnetisch. Und der Blitz ist auch was Elektrisches, was Ladendes. Und das Magnetische könnte man der Spirale zuordnen oder dem Herzen. Und deswegen so einfache Symbole wie jetzt der Blitz. Ne? Mein Kopf sagt im ersten Moment auch so, warum denn Blitz? Um den Blitz. Aber wenn man da reinfühlt und auf die Impulse hört, was dann quasi als Information fließt, dann erkennt man plötzlich, wie genial die Seele ist und die einfachsten Sachen am genialsten oftmals sind. Ja? Und auch eben der Blitz. Und es macht ja auch so viel Sinn mit dem Elektromagnetischen. Und das sollte ja auch in Balance sein. Auch das Sendende und das Empfangende, das Gebende und das Nehmende, das darf in Balance sein. Und da können uns Symbole wundervoll unterstützen. Ja, deswegen. Auch ich bin auch so happy mit meiner Spirale. Ihr wisst gar nicht, was die für mich macht jeden Tag, ne? Man kann es auch nicht in Worte fassen. Das ist, boah, ich kriege jetzt hier links total die Gänsehaut. Man kann es nicht, oh, schon wieder. Wer ist jetzt hier da? Man kann es einfach nicht in Worte fassen, was so kleine Symbole mit einem machen. Ne, der Verstand, der macht es immer kompliziert. Der Verstand ist immer kompliziert. Und die Seele ist einfach prägnant und so genial. Die banalsten, einfachsten Dinge sind häufig die genialsten überhaupt. Und das dürfen wir auch erstmal in unseren Kopf reinbekommen, dass es so ist, weil wir nämlich anders programmiert sind. Wir denken immer, es muss kompliziert sein. Wir denken einfach so viel gequirlte Scheiße an einem Tag, das, was einfach nicht richtig ist. Ja, und so viele Menschen haben so viele Ängste und ich weiß es ja, wie es ist. Ne? Ich habe ja auch immer wieder meine Ängste.
Aber wo ich halt überhaupt keine Angst mehr habe, ist vor dem Tod. Weil ich ganz genau weiß, dass der Tod viel mehr eine Geburt ist als die Geburt selber. Die Geburt in diese Welt ist der wahre Tod. Und der Tod nach diesem Leben ist die eigentliche Geburt, weil wir dann wieder geboren werden in unsere Unendlichkeit. Also es ist alles andersrum in dieser Welt, als es uns erzählt und verkauft wurde. Alles. Wir müssen keine Angst haben vor dem Tod. Das ist eine Geburt. Und der Tod ist auch eine Form der Heilung. Ja, also die Seele geht dann, wenn sie ihre Aufgaben erfüllt hat oder ihre Erfahrungen gemacht hat, die sie machen wollte. Also man stirbt auch nicht zufällig. Also es geht nicht, dass du zufällig stirbst. Geht nicht. Nichts geht zufällig, passiert zufällig. Und das ist es, was ich mehr und mehr feststelle. Jeden Schritt, den ich mache, der ist einfach geführt. Jeder einzelne Schritt. Ja, auch wenn ich aufs Klo gehe, ist auch geführt. Alles, wirklich alles. Ja, deswegen, es ist einfach magisch. Es ist, wenn wir uns öffnen für die Magie, dann kann sie auch in unser Leben. Und wir haben die Wahl, uns zu entscheiden, ob wir uns für die Angst öffnen, dann kommt die Angst in unser Leben, oder ob wir uns für die Liebe, oder ob wir uns für die Liebe, für die Seele öffnen, dann kommt die Liebe in unser Leben. Kennt ihr das, wenn ihr einfach irgendwas macht und ihr euch fragt, was macht da meine Hand? Was machst du da, Hand? Ja, die macht gerade was auch immer. Vielleicht habe ich da irgendwas, ne? Bei mir ist ja eh die linke Seite eher so ein bisschen die ich etwas gequält habe in der Vergangenheit, ist die männliche Seite, die wurde stark beansprucht. Ja, deswegen, manchmal macht man einfach Sachen, die einem gut tun und man versteht es nicht. Mach du mal weiter, Hand. Und ja, deswegen vertraut eurer inneren Weisheit, vertraut dem Wissen, das ihr plötzlich habt, und vertraut eurer Seele, weil die weiß immer, was das Richtige für euch ist. Und euer Körperchen natürlich auch, ne? Sind miteinander verbunden, die sind so, die zwei. Deswegen lassen wir uns mal noch überraschen, was dieser Monat noch für uns bereithält. Und dieses Leben, also ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf, was dann noch so kommt und was noch für Motive kommen. Und ich sage euch eins, wenn ich mal eine Oma bin, ich glaube, ich habe meinen ganzen Körper informiert mit irgendwelchen Symbolen, und ich kann zu jedem einzelnen Symbol, kann ich dann mal meinen Enkeln eine Geschichte erzählen, warum sich das die Oma hat tätowieren lassen. Ja, und das merke ich so, es ist wie so ein Puzzle, was immer vollständiger wird. Und es ist aber so ein Puzzle, wo man vorher nicht weiß, wie es am Ende aussehen wird. Man puzzelt einfach und man steckt ein Teilchen ans andere und das Puzzle wird immer kompletter, aber man weiß nicht, wann es fertig ist, und man weiß nicht, wie es am Ende aussehen wird. Und so ist es, wie die Seele funktioniert. Sie führt uns Schritt für Schritt. Schritt für Schritt führt uns die Seele. Jeden Tag aufs Neue. Und wir dürfen lernen, von Tag zu leben, nicht immer zu viel zu verplanen, auch im Hier und Jetzt anzukommen, das Hier und Jetzt zu genießen und schauen, was unsere Seelen noch für Überraschungen für uns bereithalten. Ja, da lachst du, Herzelein, du weißt bestimmt schon mehr als ich, ne? Verrätst du mir was? Nee? Na gut, dann halt nicht, dann lasse ich mich überraschen. Ja, ihr seht, ich hab's nicht immer leicht. Doch, ich mach's mir leicht. Ich mach's mir nicht mehr schwer im Leben. Definitiv nicht. Never ever, meine Lieben.